Ich habe mir eben noch schnell was zum Snabulieren geholt. Oder Knossi. Cavanossis. Nicht Knossis. Cavanossis. Ich liebe es. So. Bebe. Danke. Achso, ja, wir sollten ja nach Ishgard, ne? So und dann. Krasi-Pupsi-Kerzi. Da lang. Ich muss mir merken, wenn die hier hin will, immer dahin, wo die Typen mit den Schilden sind. Und ich glaube, das merke ich mir nicht mehr. Ja. Ja, schön uns wiederzusehen. Oh, er kommt nicht persönlich? Oh, ich hoffe, er kommt. Die Puppe von ihm hatten wir schon ausprobiert, glaube ich. Oder? Wir hatten wir nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Einmal abschießen. Ja, wollt ihr nicht eigentlich mit dem Tänzer weitermachen? Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Ich weiß, ich könnte die neue Rüstung auch dafür verwenden, aber ich will die so ein bisschen auseinanderhalten können. Sonst ein Fels passieren. Ja, abmarschbereit. Am Tor des Urteils. Wo war das denn nochmal? Okay, können wir hinlaufen. Also rennen wir erstmal wieder durch die Stadt und beten, dass wir uns nicht verlaufen. Ah, da. Okay. Gefunden. Ich bin dir doch richtig, oder? Ach, auf deiner Seite. Ja. Aber bitte, du mich gehen. Kommt doch mit!
Juhu! Dann bin ich mal gespannt, was in Gridania mal wieder zustande kommt. Okay, erstmal dahin. Oh, heute Schokobo-Tag. Ich merk's. Wenn ich den schon sehe. Er wird mir ganz anders. Dem kannst du nicht mehr die Ohren lang ziehen. Nee. Wobei doch, länger geht immer. Die Frage ist, bringt es bei ihm was? Ich plädiere zu nein. Ich bin immer noch traurig, dass ich ihm keine reinhauen durfte, sondern nur Tankred. Lass mich hinter zurück. Ach, Leute. Will ich mit dir. Nein? Ja, Platz wirst du auch nie richtig einnehmen. Ist das nicht ein bisschen demotivierend, sein Bild da noch hängt zu haben? Wenn man sowieso schon so eine Flachpfeife ist? Ich werde ihm immer noch eine reinhauen. So, aber jetzt darf ich nach Gridania, oder? Ja, jetzt darf ich nach Gridania. Darf in meine Heimat. Da steht er. Ach so, ich habe hier noch so diese komische Puppe. Ach, und wir kriegen schon wieder was zu essen. Ah ja, okay. Wir gehen richtig. Bin mir immer so unsicher und weiß nicht genau, wo ich dann immer lang muss.
irgendwann habe ich das bestimmt mal drauf. Ach, die sind auch da. Wie hieß sie denn nochmal? Ah, Yugiri. Genau. Irgendwie vergesse ich ihren Namen immer. Wieder selbst geredet. Ich glaube ja. Lasst uns direkt beginnen. Der Bund der Morgenröte verfügt über Informationen, dass der Friede in Giovania bedroht ist. So ist es. Eine Kämpferin der Migischen Befreiungsarmee hat uns unter Einsatz ihres Lebens über die alarmierenden Vorgänge informiert. Wir halten ihren Bericht für glaubwürdig. Die Eisenmasken sollen demnach den Belsawall einnehmen? Ich bezweifle, dass sie ihn lange halten könnten, selbst wenn ihnen das Unterfangen gelingen sollte. Die Verstärkung aus dem Kaiserreich wird nicht lange auf sich warten lassen. Die Frage ist, machen die Truppen am Wall Halt? Oder erliegen sie der Versuchung, ihr Einflussgebiet tiefer in den Finsterwald auszuweiten? Bei dem Kampf auf der Kartenower Heide vor 5 Jahren hatten die vereinten Kräfte der 3 Stadtstaaten schon mit den versprengten Resten der 7. Legion ihre liebe Not. Das Klageregiment steht unter dem Schutz der Gebieter und seine Soldaten sind mutig. Aber ich fürchte, dass Gridania alleine einem galeischen Ansturm nicht standhalten könnte. Was könnt ihr eigentlich? Liebe Freunde, ich bin mir über Ishgards unrühmliche Abwesenheit bei der Schlacht von Karteno bitterlich bewusst. Ishgard drehte dem Rest Eorzeas den Rücken zu. Doch lasst mich hier und jetzt versprechen, dass Ishgard, wenn Gridania es denn so wünscht, unverzüglich alle entbehrlichen Kräfte in den Finsterwald verlegen wird, um mit Schwert und Schild an der Seite seiner Verbündeten zu kämpfen. Die Galea sind die Todfeinde, Domas. Wir sind nur wenige, doch wir verstehen es zu kämpfen. Ich werde euch unsere fähigsten Leute zur Seite stellen. Vielen Dank, Freunde. Gridania nimmt eure Hilfe in Verbundenheit an. Die Allianz wird sofort Maßnahmen zur Verteidigung Gridanias einleiten. Alle einverstanden? Also los. Es gibt viel zu tun und es bleibt uns nicht viel Zeit. Den galeischen Hunden läuft bestimmt schon der Geifer im Maul zusammen. Ich ahne Fürchterliches. Wir können Alamigo nicht sofort aus der Hand der Galea befreien, aber wir haben einen wichtigen Entschluss zu seiner Rettung gefasst. Warum bist du so besorgt, Alfino? In der Tat. Unser Entschluss war in Betracht der Umstände richtig und unumgänglich. Aber eins macht mir Sorge, Alize. Alles verläuft genau so, wie der Greif es sich wünscht. Ich befürchte, uns stehen noch unangenehme Überraschungen bevor. Ja, das befürchte ich auch. Oh.
Warum habe ich das Gefühl, dass wir bei der Schlacht dann wieder mitkämpfen müssen, wenn es eine gibt? Ich warte auch immer noch auf den Dungeon, der kommen soll. Wie weit bin ich von diesem Dungeon entfernt? Nee, so versteckt war sie da jetzt nicht, oder? Sie stand da relativ offen. Könnte man meinen. Wir müssen aber nicht gegen diesen... Ach, wie hieß du denn nochmal? Der mit seinem komischen Helm da. Gegen den müssen wir hoffentlich nicht kämpfen, oder? Weil ich glaube... Nein. Jetzt geht das ewige hin und her weiter. Warum kann man nicht mal an einem einzigen Ort bleiben? Ja, wir haben mal was anderes. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ich bin Panda! Oh mein Gott. Ich bin Panda. Oh, oh mein Gott. Ich will den Panda haben. Ich will den Panda haben. Ja, ich weiß, was will ich denn nicht noch alles haben? Die Antwort, alles. Aber nee, ich glaube, es gibt so ein oder zwei Sachen, die ich glaube ich nicht haben möchte. Die Mos ist aber auch cool. Oh ja, ich weiß nicht, ich höre auf, mich hier irgendwas anzugucken. Das wird doch schlimmer. Das wird nicht besser werden. Und selbst wenn ich das die ganzen Listen voll hätte, selbst dann hätte ich noch nicht genug. Ich liebe alles, was süß, flauschig ist und glitzert und funkelt und leuchtet. Oder was Katzenohren. Stimmt, Nago war ja verletzt.
Aber herrscht den ich eigentlich sowieso schon überall Krieg? Die letzte Indie wird aber kein stundenlanges Ding wie Castrum, oder? Ansonsten muss ich mir noch Popcorn beschaffen. So für den nächsten Filmabend. Warum muss ich eigentlich zurzeit immer mit Erfindungen laufen? Kann ich nicht mit jemandem coolen rumlaufen? Nein, von den anderen? Okay. Also wir beide, hä? Finsterwald. Ach, da hinten. Da waren wir lange nicht mehr, oder? Im Ostwald. Lange, lange ist es her. Ach, da steht er. Hab ich mir in den Haus gesetzt. Danke, Luna! Ach, da kommen die anderen auch schon. Die geheime Mission, die eigentlich nicht geheim ist, weil alle anderen sie wissen. Kann's losgehen? Bis in die Startlöchern. Wobei ich dennoch lieber mit Ding ist hier, der Gretel so unterwegs wäre. Aber okay. Gut. Ah. Ach da! Hallo, Herr Kundschafter. Ach, war da wieder ein Fade? Ja, ihr braucht mir nicht zeigen, wo ich hoch muss. Achso, okay. Die Entscheidung wird mir abgenommen. Pippin. Ich weiß nicht, Pippin kann ich irgendwie nicht erst. Er sieht irgendwie einfach viel zu niedlich aus für die Rüstung. Den kann ich nicht ernst nehmen. Und verändert ruhig, ja. Das nennt ihr ruhig.
Was? Da wird dann schon gesagt, oh nein. Und es fällt ihm wie Schuppen vor den Augen. Na, mal wieder Straße gebaut. Klar, wir kämpfen gegeneinander und die anderen können vorrücken. Nur ihr zwei, ja. Wie immer. Ich habe das Gefühl, dass es mächtig in die Hose geht. Ja, nee. Krieg. Ja. Merkt das schon. Ich würde dem gerade gerne in den Hintertreten. Weil weißt du, da wird gekämpft und hier ist ja so eine friedliche, schöne, harmonische Musik. Huch. Will ich nicht. Da müssen wir hin. So, dann lass uns mal in die angreifen. Ich hab mal wieder die Drecksarbeit. Ach ja, schön, ne? Ich will da nicht. Ich habe Respekt vor diesen Dingern. Es gibt 100 Steinchen. Also könnte man nicht zur Abwechslung mal irgendwie essen gehen oder keine Ahnung. Ein Picknick veranstalten. Picknick für alle Beteiligten. Das wäre doch nett. Dann setze ich einfach so ein bisschen zum Essen zusammen. Erklär das in Ruhe.